Und dann wollen wir auch schon reinstarten. Wir sind jetzt im Winner Finals. Der Doubles. SDN und Juven gegen Belcampo und Fuegoelo. Und ich bin gespannt, weil Belcampo und Fuegoelo haben bestimmt jetzt noch den Drive aus dem letzten Match. Wollen das Ganze hier ganz bestimmt für sich gewinnen. Aber SDN und Juven werden sich die Butter hier nicht vom Brot nehmen lassen. Und gehen hier auch richtig stark jetzt gleich voran. Das ist ein sehr pressurehaftes Gameplay, was wir hier gerade sehen, ja. Also hier bleibt kein Auge trocken, hier darf keiner Zeit für sich zum Durchatmen gewinnen. SDN schafft es hier mit dem Abbi jetzt beide abzusetzen. Und holt den ersten Kill hier mit Team Blau. Und den zweiten. Der Edgeguard hat auf jeden Fall funktioniert. Sehr, sehr viel Glück, den wir gerade sehen. Schwierig sind da in solchen Situationen dann nochmal einen Kühlkopf zu bewahren. Aber die beiden scheinen das hier ganz gut zu handeln. SDN hat hier Belcampo mit runterziehen können mit dem Abdi. Das ist dann auch, an der Stelle kann man das dann halt auch machen. Wolf aber auch interessant, weil ich kenne von Ruben, dass er immer Kom spielt. Mhm. Und ich würde sagen, Ike und Kom wäre auch eine sehr gute Kombi. Also beide Fire Emblem Character zusammen. Schnell und dann noch stark. Mhm. Heftige Nummer dann im Endeffekt ein, ne? Ich sehe auch schon nur noch Belcampo ist am Leben. Aha. Aber er macht das souverän. Er versucht hier auch trotzdem noch seine Kombos abzusetten. Hat jetzt im Endeffekt dann Rufen noch mit 3 Stocks, ist hier mit 2 Stocks. Aber die sind auch von Anfang an, haben die ein Statement hier gemacht. Die sind hier reingegangen, haben sofort alles rausgeholt, so ein Pressure-Man aufgebaut, haben gesagt, ja, nicht mit uns jetzt hier im Finals. Ihr habt ein Finals schon gewonnen, das Finals gehört jetzt uns. Aber wir müssten uns, glaube ich, jetzt... Ist auch ein Best of Three, genau, richtig. Ist ein Best of Three, ja. Richtig, genau. Und um 14 Uhr beginnt eigentlich auch Singles. Sehr gut, aber die erste Runde dann jetzt demnach für SDN. Schauen wir, wie es jetzt aussieht. Zweite Runde, Winner Finals. Und schon eine kleine Abwehrmelder. Alles sehr even außer SDN. Der hat noch keinen Hit, nicht geleistet. Ike sieht man ja auch gar nicht so oft und das war ein sehr guter Weed. Man sieht halt einfach, was es ausmacht, wenn du mit deinem Main Character spielst. Selbst auch im Doubles. Na, das ist, du kennst die Grand Butter, du bist eingespielt. Das ist wie Fahrradfahren im Endeffekt. Du weißt, wo die Klinge ist, du weißt, wann du bremsen musst. Ja. Aber manche Charaktere, da eine Bread and Butter Combo allgemein hinzukriegen in Doubles, ist schwer. Ja, definitiv. Hier vielleicht der Vorteil, dass es halt noch Middleweight Champions, wollte ich schon sagen, Charaktere sind. Im Gegensatz zu den Großen, die halt auch einfach durch ihre schiere Reichweite so viel abdecken, dass sie manchmal gar nicht durch mit deinem Combo durch. Viel passiert. Jetzt sehe ich schon Belcampo hier wieder schon auf dem letzten Stock. Ja. Aber die beiden müssen jetzt aber gerade. Ich glaube, also es fühlt ich glaube, die braucht ein bisschen, aber. Genau, die kriegen sich langsam gerade rein. Die suchen sich in das Tempo des Matches rein. Trotzdem sieht es nicht gut aus, vor allem weil Belcampo nur noch ein Leben hat.
Und von SM möchtest du nicht geedgeguardet werden. So, jetzt haben wir die Situation, dass SM mit seinem Icon auf 3 Stocks ist. Nice. Schöner Edgeguard, jetzt mittlerweile nur auf 2 Stock ist. Aber da down smash. Genau. Und wir haben hier wieder die 2 gegen 1 Situation. Oh. Oh, der Downer. Und jetzt wird aber weggekommen und ein bisschen. Schwierig aus der Situation rauszukommen. Wird das Elo schaffen, sich da jetzt aus der Situation rauszuarbeiten? Boah, wenn das gespiked hätte, aber das killt. Ah, ja. Wie auch Beine draufgehen. Der Fair, der war's. War's. 2-0, ist kein Reset. Ja. Ja.